Polizeistation Dietzenbach, kurz nach Schichtbeginn. Der erste Einsatz für die Polizeioberkommissare Jenny und Rico. Einbruch in ein Zirkuszelt. Ein Alarm benachrichtigt die Besitzer. Sie überraschen die Täter in Flagranti. Zudem hat die Überwachungskamera gefilmt. Die Täter sind geflüchtet. Okay, also danke nochmal. So wie wir jetzt auch hier rein sind, ist halt, können die sich da öfter mal durchquetschen oder drüber klettern oder wie auch immer. Aber wie der Mann schon gesagt hat, Kamera hat ausgelöst und deswegen waren die gleich da und dann haben die gerade noch weglaufen sehen. Am Spielplatz ums Eck drei Verdächtige. Ihre Passfotos kann Jenny später mit den Bildern der Kamera vergleichen. Doch bei der Personenüberprüfung gibt's Probleme. Wir haben jetzt hier drei Personen angetroffen. Einfach mal gefragt, direkt gefragt, wart ihr im Zirkuszelt? Sprechen nicht so gut Deutsch, deswegen machen wir jetzt auch eine Personenüberprüfung. Der eine hat seinen Pass nicht dabei. Bulgarischer Staatsbürger, müssen wir gucken, ob wir da eine Passeinsicht machen. Ist halt immer die Frage, wie glaubwürdig die Angaben sind. Ich mache jetzt erstmal die normale Überprüfung, dann schauen wir weiter. Einer der Bulgaren hat einen falschen Namen angegeben. Jetzt muss er mit den Beamten zu sich nach Hause fahren. Denn zumindest die Adresse stimmt. Dort bringt sein Vater den Pass. Der Filius habe sich nur versprochen, die Ausrede, sein Deutsch sei zu schlecht. Es gibt auch manche, die lernen dann einen anderen Namen auswendig, sagen, ich habe meinen Pass nicht dabei, sagen einen anderen Namen, mit dem ist alles in Ordnung und dabei werden die selber gesucht, zum Beispiel. Wenn die Bilder der Kamera da sind, wird der Fall wieder aufgenommen. Auf dem Rückweg eine Gruppe Jugendlicher. Einer von ihnen war schon häufiger wegen Drogenbesitzes auf der Wache. Und auch dieses Mal hat er viel Geld und Drogen dabei. Ein Dealer? Den ersten, den wir da auch kontrolliert haben, der ist mir auch bekannt. Dafür, dass er öfter mal Drogen einstecken hat. Deswegen haben wir ihn direkt vor der Kontrolle aus der Gruppe rausgezogen. Da habe ich dem Rico gleich gesagt, hier, der sofort raus, bevor die was untereinander weitergeben. Und er hat was dabei. Knapp 2 Gramm Marihuana. Das Gras wird gewogen und aufbewahrt. Also, man riecht es direkt schon. Cannabis, das hat er ja halt dabei. Und deswegen haben wir ihn jetzt vorläufig festgenommen, aber er kennt das ganze Prozedere auch schon. Im Gegenzug gibt es eine Anzeige wegen Drogenbesitzes. Vorerst darf der Jugendliche nach Hause gehen. Kurz nach Mitternacht. Anruf aus dem Problemviertel. 3 Zeugen beobachten, wie jemand wie im Rausch ein Auto zusammentritt. Der stand da halt am Auto und hat blöd dagegen getreten und hat hier gemeint, einen auf großer Macker zu machen. Wir haben dann von oben gesehen, haben halt gleich gemeint, was soll die Scheiße? Und soll hier verschwinden oder wir rufen die Polizei. Dann hat er noch ein bisschen hochgepöbelt und hat dann gemerkt, okay, wir machen ernst und kommen runter und dann ist er abgehauen. Der Besitzer des Autos kommt. Als Jenny und Rico seine Personalien checken, gibt es eine Überraschung. Das ist der Halter von dem Fahrzeug. Den haben wir auch überprüft. Also das machen wir generell. Wenn wir mit Personen zu tun haben, dann überprüfen wir die, soweit es möglich ist. Und er hat einen Fahndungseintrag. Inwieweit und in welcher Form, das müssen wir jetzt auf der Dienststelle abklären. Auf der Polizeiwache. Rico erfährt vom BKA, dass der Mann von der spanischen Polizei gesucht wurde. Doch die Fahndung ist längst verjährt. Die Spanier haben lediglich vergessen, den Eintrag zu löschen. Die Fahndung ist nicht aktuell. Über das Bundeskriminalamt wurde Spanien schon angeschrieben bzw. Kontaktiert. Die sollen doch diesen Fahndungseintrag löschen. Und das ist wohl bis jetzt noch nicht geschehen. In den frühen Morgenstunden der letzte Einsatz. Verkehrskontrolle. Nie zu wissen, was als nächstes kommt, das ist es, was Jenny an ihrem Job so liebt. Jeder Dienst ist halt anders. Du kommst zum Dienst und weißt nicht, was passiert. Und das ist halt, hält ja auch dann das Adrenalin oben, sag ich mal. Ruhiger wird es erst nach der Kontrolle. Dann heißt es Büroarbeit, Berichte schreiben. Um 6:45 Uhr haben die beiden dann endlich Feierabend.